Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt X4 Foundations, die Wiege der Menschheit. Ja, wir haben ja das letzte Mal hier das Glück gehabt, dass der nette Verkäufer hier Hallo. mal da ist und keine Pause hat. Und ich habe euch am Schluss noch von der Mod erzählt von X-Guides. Nur ich weiß, dass ja sehr viele am Schluss nicht mehr unbedingt dabei bleiben. Von daher nochmal die kurze Erklärung. Und zwar gibt es eine Mod von X-Guides, die werde ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Da die Mod bekommt ihr im Steam Workshop oder auf der X4 Guides Seite direkt links in der Videobeschreibung. Und zwar ist das die Mod X4 Guides Bausupport. Und die bewirkt unter anderem, Kann ich helfen? dass ihr hier Bitte sehr. ein paar schicke Sachen kaufen könnt. Ja, also einmal die Lackierungsmodifikation, das finde ich sehr nice, weil die können eigentlich nur aus der Mod kommen. Und gleichzeitig hier seht ihr das auch, die Seminare für Gruß mit 2 Sternen, für Gruß mit 3 Sternen. Ja, die könnt ihr hier kaufen durch diese Mod, was unter Umständen ja auch ganz hilfreich sein kann, wenn man mal schnell einen 3-Sterne-Piloten braucht oder Machen ähnliches. Sie es gut. Und gleichzeitig wird auch der Bau erhöht von Station, also die Baugeschwindigkeit. Ja? Das heißt, wenn ihr was Größeres baut, müsst ihr da nicht ewig und 3 Tage drauf warten, sondern der Bau an sich geht schneller vonstatten. Katana. Und ja, gerade für Anfänger ist diese Mod natürlich sehr, sehr hilfreich. Aus dem Grund habe ich mir die auch erstmal drauf gemacht. Und ja, ich kann es ja nochmal zeigen. Also an Erweiterung bzw. an Mods. Das hier sind die 2 DLCs von X4 selbst. Da habe ich den OneStar Auto Trader. Ja, da sagt es der Name ja schon, dass es quasi, ja, dass die Trader mit einem Stern schon Auto Trading betreiben können. Dann haben wir hier nur das Glow Only, das heißt, die Kristalle leuchten ein bisschen stärker, haben aber auch andere Farben. Das stört mich so ein bisschen. Es wäre schöner gewesen, wenn die Farben gleich geblieben wären. Ich weiß auch nicht, ob ich die Mod noch lange behalte. Die Learning All the Things Mod, da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob wir die noch lange behalten. Also, das sind eventuell 2, die vielleicht rausfliegen. Und die X4 Guides Bau und Support Mod, die habe ich jetzt seit gestern drin. Ihr seht, das ist die Version 0.01, die ist ganz frisch. Und ja, aber die ist, wie gesagt, sehr hilfreich. So, dann. Hallo. Hi, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wenn ich dich nochmal brauche, rufe ich dich. Wie schaut es denn jetzt mal so aus mit unserer Okinawa? Müssen nochmal ganz kurz. Ja, die dümpelt immer noch durch die Wir haben Gegend. hier draußen etwas gefunden. Oh, wer ist wir? Also, das sehe ich jetzt hier nicht. Ja, egal. Macht mal. Den Weg frei machen. Wir nehmen Ich einfach auch wusste, dass ich auf erstmal Sie wieder ein paar zählen kann. Missionen an. Wir nehmen mal ein paar Missionen an, ist gut. Ich habe hier Agoning, ich habe hier so viele Gildenmissionsangebote. Können wir jetzt nicht uns auch befördern lassen bei den Terranern? Können wir nicht? Können wir nicht? Und genau, ich wollte noch mal ganz kurz gucken, ob das jetzt hier klappt. Ich würde sagen, klappt. Sehr nice. Der wird gerade leer gemacht. Logische Übersicht. Oh, Forschung. Ja, sehr schön. Dann haben wir hier quasi zurzeit, kaufen wir nichts dazu. Ja, das heißt, wir haben keine Ausgaben und nur Einnahmen. Allerdings. Warum kommen hier die Energiezellen nicht mehr dazu? Was ist los mit der Energiezellen Okinawa?
Was ist los mit der? Muss ich das hoch oder runter setzen? Oh. Mindestpreis. Bin ich gerade irritiert, weil sie tut ja irgendwie nicht, was sie soll. Aber sie ist voll. Mal probieren. Irgendwie. Ah, jetzt. War das der Fehler? Mhm. Jetzt geht es nämlich in Verkauf über. Nee, jetzt wackelt sie hin und her. Das darfst du auch nicht. Moment, da ist jetzt ein Fehler drin. Dann sollten wir es hier vielleicht doch wieder runterfahren. So. Bitte helfen Sie bei der Verfolgung. Also ich weiß, wenn die so hin und her springen, haben die irgendein Problem. Ich weiß irgendwie gerade nicht, was sie tun soll. Wir löschen das mal. Und die soll jetzt erstmal hier alles verkaufen. Hä? Du sollst hier verkaufen. Hab ich nichts mehr? Irgendwas stimmt hier doch jetzt wieder nicht. Ha, ha, ha. Kaufangebot. Wir kaufen für bis zu 22 eigene Versorgung. Nö, das stimmt. Und wir verkaufen. Ah. Wohl Verkauf hat ja hier nichts mit zu tun. Ja, nur um den Einkauf. Was stimmt mit unserer Energiezellen Okinawa nicht? Weil wir brauchen doch Energiezellen. Ach, das ist wieder runtergeschmissen. Mann. Das ist so mühsam. So, so. Jetzt müsste es, oder? Warum steht denn jetzt hier Mindestpreis? Ah, okay, wurde automatisch hinzu. Gut. Dann funktioniert das jetzt? Genau. Okay, dann war der Fehler wieder da bei dieser Null. Ich weiß nicht, warum sich das immer selbstständig auf Null setzt. Das ist. Ja, es liegt sicher an mir, aber. So. Wiederholungsbefehl.
Verkaufen. So, jetzt. Ah, passt das alles wieder nicht. Oh, das ist mühsam. Wir warten erstmal, bis sie leer ist. Ja, deswegen viele belächeln meinen Kontrollzwang, aber so kriegt man wenigstens mit, wenn was nicht funktioniert, vor allen Dingen, wenn man halt noch so wenig hat. Wie wir. Ja, jetzt passt das wieder. Es muss braun sein. Oh, Mikrogitter haben wir auch schon ein paar auf Lager. Sehr schön. Hat sich auch noch keine angemeldet. Wir lassen es mal auf 50. Oder so, hier passt jetzt alles. Und das ist alles auf Eigenversorgung und alles auf volle Lagerkapazitäten. Die Okinawa. Jock noch an. Ja, wir lassen sie mal einen Moment. Wir machen mal den Wiederholungsbefehl auch raus. Genau, sie macht aber jetzt schon erst noch den Handel, ja. Handel durchhören und dann soll sie da erstmal anstocken und warten und dann machen wir einen neuen Wiederholungsbefehl. So. Aber schon wieder. Oh. Wenn dann so Probleme sind, aber anders. Also da habe ich dann echt noch so halt meine Probleme, diese Probleme dann zu lösen. Aber ich krieg's immer besser und immer schneller hin. Also dass ich jetzt weiß, wo liegt denn jetzt das Problem? So, Waffenteile. Missionsmanager gesucht, ne, weg von hier, Luft auflösen. Wir bekommen hier keine. Doch, Beförderung zum Held der Menschheit. Ja, wir sind die Helden der Menschheit, Freunde. So. Hier sehen wir nur echt noch ganz viel Krams, ne? Und ich habe es immer noch nicht geschafft, zu probieren, wie das ist, hier bei diesen gestohlenen Sachen, dass ich die ja nicht ganz kaputt schießen darf, sondern nur so lang, bis die das rausrücken. Also das müssen wir echt auch mal üben. Das hab ich noch nicht gemacht. Genau dasselbe wie Schiffe entern. Das habe ich auch gar nicht gemacht. Und das würde ich so gerne machen. Das würde ich so gerne mal probieren, aber ich weiß gar nicht, wie es geht. Mir da andere Schiffe, das ein oder andere Schiff anzueignen. Das ist echt noch. Ja, aber kommt auch noch. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Mein Speicher doch nicht wieder so ewig. Danke. So. Autopilot eingeschaltet. Schleuniger, Asteroiden. Sieht schon nice aus, so ein Beschleuniger, ne? Das Hot One.
cool aus. Asteroidengürtel. Oh, sind wir schon da? Nähe zu Liling, Schneider, Jupiter. Wieder einer. Holo, Mineralien. Erze. Schön, dass ihr euren Job so schön macht jetzt. Freut mich. Wieder was hingekriegt, wieder was gelernt. Ja, im Moment mache ich immer so, da müsst ihr auch immer dran denken. Ich mache immer so Aufnahmestaffeln von, ja, 4 bis 5 Folgen. Jetzt sind es heute wieder 4 gewesen. Und dementsprechend, wenn ihr mir jetzt einen Tipp in der ersten Folge von dieser Aufnahme hier gegeben habt, kann ich es natürlich erst in 5 Folgen später wieder umsetzen. Aber ja, ich denke mal, das werden die meisten ja jetzt auch schon mitbekommen haben. Weil gerade hier bei solchen Spielen, beziehungsweise das mache ich eigentlich grundsätzlich so, dass ich immer 4 bis 5 Folgen auf einmal aufnehme, weil dann ist man in dem Spiel drin, dann muss man sich nicht wieder reinfinden, sondern spielt das so schön mal in einem Flow durch. Und deswegen ist das immer sinnvoll, mehrere Folgen aufzunehmen. Hat die jetzt... Ah, sie hat... Hat sie ihre Sachen verkauft? Nee. So nicht. So. Dann hat sie immer noch Energiezellen. Ja, wir müssen mal warten. Bis sie dann anschaut. Ausschaut. Aber ist da noch nicht voll, ne? Warum verkauft sie denn nicht alles auf einmal? Na doch, dann... Okay, okay, okay. Erreiche Saturn. Wir kaufen für 22 jetzt genau. So. Ab 150. Dann, wenn wir die noch leer, können wir wieder umstellen. Dinger sind auch geblieben. Wir die jetzt leer? Ja. Juhu! Dann können wir wieder den Wiederholungsbefehl einstellen, gucken, ob das klappt, weil bisher hat es ja gut geklappt. Aber ihr seht mal, dann ist da eine kleine Ungereimtheit drin, weil ich auch so viel immer an allem rumstelle, aber ich muss es halt lernen. Nee, lass mich doch jetzt hier erstmal... Och Mensch, jetzt hat die mir wieder die aktive... Oh, das kann doch nicht sein. Möchte ich jetzt nicht. Gut. Hier. Hat die mich wieder voll rausgebracht, dass auch einfach dann diese aktiven Missionen abgebrochen werden. Also, das nervt mich maßlos. Können wir erstmal eins fertig machen und dann ist ja nicht das Thema. Dann können wir ja wieder zu dieser Lilien fahren, fliegen. Ja, aber nicht einfach mittendrin. Sowas mag ich überhaupt nicht. Angedockt. Frau Lilien. Dann kann es passieren, dass ich stur werde. Es ist eine Ehre, Sie an Bord zu haben. Ja, das will ich ja wohl meinen. So, wir holen uns nämlich jetzt erstmal unsere Belohnung ab. Olja, haben wir uns jetzt verdient. Guten Tag, oh Gott, Olja. Ja, hallo. Ja, 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 ja. Ihr habt euch jetzt bestimmt schon wieder die Haare gerauft, warum ich das nicht gemerkt habe. Na, egal.
So, ich möchte befördert werden. Ihnen, einem wahren Verbündeten des terranischen Protektorats, diesen Rang zu verleihen. In Anerkennung Ihrer Treue werden Sie mit uneingeschränktem Zugang zum Sonnensystem belohnt. Natürlich bietet dieser Rang auch darüber hinaus Vorteile. Sollten Sie sich des in Sie gesetzten Vertrauens als unwürdig erweisen, werden diese Privilegien widerrufen. Sollte es allerdings dazu kommen, wäre eine widerrufene Lizenz die geringste Ihrer Sorgen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie ich verstehe die unterschwellige Drohung Ausgleich für Ihre Bemühungen ansehen werden. Sie können auch damit rechnen, dass bestimmte terranische Organisationen Sie in Zukunft um Hilfe bitten. Noch einmal, das terranische Volk dankt Ihnen für Ihren Dienst. Viel Glück da draußen! Oh nein, habe ich das jetzt abgebrochen? Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. Oh ja. Gestatten Sie mir bitte, Ihnen einem Entschuldigung. Des terranischen Protektorats ich habe vergessen, dass man da nichts anderes machen darf, sondern dass man sich das bis zum Schluss anhört. Sie mit uneingeschränktem Zugang zum Sonnensystem belohnt. Ja. Natürlich bietet dieser Rang auch darüber hinaus Vorteile. Ja. Sollten Sie sich des in Sie gesetzten Vertrauens als unwürdig erweisen, werden diese Privilegien wieder. Aber wir waren bestimmt kurz vorm Schluss. Oh Mann. Dazu kommen, wäre eine widerrufene Lizenz die geringste Ihrer Sorgen. Ich bin zuversichtlich, dass Sie diese Belohnungen als angemessenen Ausgleich für Ihre Bemühungen ansehen werden. Sie können auch damit rechnen, dass bestimmte terranische Organisationen Sie in Zukunft um Hilfe bitten. Noch einmal, das terranische Volk dankt Ihnen für Ihren Dienst. Wir freuen uns auf Ihre weitere Unterstützung. Viel Glück da draußen! Danke. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. 10 Millionen. Oh, habe ich jetzt gekauft? Nee, ne? Nur ausgewählt. Nee, lass mal. Viel Glück da draußen. Jo, danke. Es ist eine Ehre, dass Sie hier sind. So, wollen wir mal gucken. Wir haben alles bis auf die Stimulantien und die möchte ich nicht. Bauen. Nee, soweit sind wir noch nicht. Lagermodule haben wir alle L-Lager. Was anderes finde ich irgendwie nicht sehr sinnvoll. Wohnmodule haben wir L. Verteidigung. Administrationszentrum. Weiß ich aber nicht, ob ich das von den Terranern möchte oder lieber das von den... anderen Jungs. Moment, was haben wir hier? Dock-Module. E4er-Dock. Ist das dann auch für die großen Schiffe oder für die kleinen? Hexa-Dock. Hexa-Dock-Raump hier. Was ist denn das Hexa-Dock? Ich weiß nicht, ist das für L oder für SM-Schiffe? I don't know. Das kann ich irgendwie... Oder muss ich dafür wieder in die Enzyklopädie gucken. Andere Module, das haben wir auch alles. Ausrüstung. M. Ja, da ist immer so mein Problem, was sind denn hier die besten Geschütze? Also ich würde mal in der Regel Puls nehmen. Ich weiß halt nicht die Reichweite von denen, ne? Ich weiß auch gerade nicht, wo man das einsehen kann. Uiuiui. Das sind nur die Blaupausen. Ausrüstung. Lasertürme. Hier kriege ich auch nur gezeigt, was ich für die Herstellung von denen brauche.
Schutztürme. Hier. Terraner Impulsgeschütz. Reichweite 3,4. Laser habe ich hier noch gar nicht. Strahlengeschütz. 2,6. Puls. 3,4. Bolzen 3,3, 6 Schüsse pro Sekunde. Ja, da weiß ich jetzt echt nicht. Ich sag mal, ich glaube bestimmt wieder irgendwas falsch. Terrana L haben wir nur das Bolzengeschütz hier drin. Das kommt 5,6 Kilometer weit mit 0,74 Schüssen pro Sekunde. Ja, es ist halt so. Wie gesagt, ich kenne mich da noch nicht so aus. Allerdings würde ich gerne. Ja, das Strahlengeschütz sagt mir jetzt gar nichts. Habe ich keine Info drüber. Ich meine, wir brauchen die Sachen ja später eh, ne? Strahlengeschütz. Bolzen, Puls. Ja, soll ich das Strahlengeschütz mal mit dazu nehmen? Wir brauchen das ja später sowieso für die. Schiffswerften. Aber das ist halt nur Terraner, ne? Oh ja. Das ist egal, komm, was wir haben, haben wir. Viel Glück da draußen. Danke. Jetzt wieder so ewig lang rumgemacht. Und doch nicht. Ja, dann gucke ich in der Enzyklopädie, weil ich da denke, was Wissenswertes rauszufinden. Und dann sind da diese ganzen Geschütze noch gar nicht da drin. Dabei habe ich doch schon so eigentlich so viele Stationen abgescannt und gemacht und getan. Aber scheinbar immer die falschen. Oder ich muss die. Muss man nicht die militärischen Module per Hand ablasern? Abscannen? Keine Ahnung. Machen wir es so. Katana. So, hallo. Dann ist auch schon wieder eine halbe Stunde rum. Und ich habe nur wieder versucht, irgendwelche Sachen zu regeln. Dann machen wir jetzt noch bei der Okinawa wieder den Wiederholungsbefehl rein. Und das nächste Mal gucken wir, was Liliane von uns möchte. So. Verhalten. Wiederholungsbefehl. Bestätigen. Kaufen. Maximal, also mit den Preiseinstellungen, da habe ich noch so meine größte Probleme. Ich kaufe für bis zu 22 Credits, ja, richtig? Weil ich habe ja hier auch angegeben, dass ich für 10 verkaufe. So, und dann kriegst du hierher und verkaufst die.
Für mindestens 10. So, jetzt müsste das wieder funktionieren. Ja, dann haben wir das wenigstens noch geregelt. Und ja, hier sind genug Energiezellen an Bord. Wohl. Wieso behalte ich mir hier eigentlich 500.000? Na, ist egal. Hier haben wir jetzt auch schon das zusätzliche Lager dran. Für wie viel verkaufe ich die jetzt? Um zu gucken. Ja, ich verkaufe sie für... Auch an unsere Okinawa. Ja, die macht sich direkt voll. Ja, da gehen wieder ein paar weg. Das passt. Gut, und die verkauft es dann, beziehungsweise bringt es dann zu unserer Mikrogitterfabrik. Und das soll dann jetzt auch funktionieren. Alter. Jo, hier läuft's wieder. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, mein kleines Chaos, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren, Glocke aktivieren nicht vergessen. Und ja, habt heute noch einen schönen Tag. Wir sehen uns morgen. Schönes Wochenende und so weiter und so fort, ihr wisst. Und ja, vielen Dank nochmal fürs zahlreiche Zuschauen, Liken, Kommentieren, Abonnieren. Ihr seid da echt die Besten. Und ja, habt eine schöne Zeit. Bis morgen. Eure Shazadi. Ciao, ciao.